Die Aufführung von Rechnitz, der Würgeengel, in den Münchner Kammerspielen hat im letzten Jahr den Nestroy für die beste deutschsprachige Aufführung bekommen und wurde mit dem Theater-Heute-Preis für das beste Stück des Jahres 2009 ausgezeichnet. Sehen Sie jetzt das Gastspiel dieser atemberaubenden Produktion bei den Wiener Festwochen im Theater Akzent. Strahl eines Blitzes herausgelöst worden ist, wie ein Knochen aus einem Huhn. Machen Sie sich nicht die Mühe, ich würde es Ihnen nicht glauben. Haben Sie die Trümmer eines Schlosses rauchen sehen? Schon bevor Sie kamen? Und das trotz Rauchverbot, das schwer an unseren Seelen hängt? Nein? Also, das kommt erst noch. Angezündet. Wie alles, was je seit Hephaistos und Prometheus oder meinetwegen den Russen angezündet wurde. Die Russen waren ja die Letzten, die uns noch ein wenig Feuer gebracht haben, die uns noch ein wenig Feuer unterm Hintern gemacht haben. Also ich sage Ihnen, falls die noch nicht da waren, dann kommen die noch. Die kommen sogar bald, das sagt Ihnen ein Bote, wie Sie auch einer sind. Sie wissen, wie weit man uns glauben kann. In den Russen ist jetzt der Stolz der Eroberer. Aber sie machen ja immer alles kaputt, was sie erobert haben. Und den Rest klauen sie und ruinieren ihn dann auch noch. Die Russen sind die Götter des Feuers. Doch woher kommt dieser hartnäckige Ruf? Ihr Jauchzen in der Ferne klingt für uns wie Geschrei. Woher tönt es? Wann werden sie da sein? Wann? Warte nur balde. Wer wird mit allen Registern auf der Stalinorgel spielen? Welcher rasende Schwarm, gehüllt in die Felle von Uniformen und fremden Uhren und fremdem Leben und eigenem Blut und eigenem zerfetzten Fleisch, in die Felle von eigenen zerfetzten Pferden und eigenen zerfetzten Schuhen, über die eigene zerfetzte Erde rennt, hinweg über fremde vergewaltigte Frauen. Naja, die eigenen haben sie zu Hause von den Deutschen vergewaltigen lassen. Eine Hand wäscht die andere. Außer dem einen haben die Russen aber alles selber gemacht und selber machen müssen. Die sind durch sich selber durchgezogen, denn der Russe kennt nur sich. Er wird zum Dank dafür unsere Frauen immer weiter vergewaltigen, immer weiter ziehen und dabei dauernd auf die Uhr schauen, die er uns geklaut hat, wie spät es ist und ob sich noch eine ausgeht und ob. Und ob das wütende Reich auf der Flucht schon seine Sohlen abgelaufen hat. Die reichen Deutschen, ach, die neuchen Deutschen, die hatten wenigstens noch halbwegs ordentliche Schuhe. So was haben Sie nie gesehen. Gute Schuhe. Sie haben noch nicht gesehen, wie es ist, wenn der Russe kommt. Und noch dazu alle Russen auf einmal, alle gleichzeitig. Ein riesiger Menschenauflauf, sowas. Werden Sie in ein paar Jahrzehnten nur noch in Kitzbühel erleben. Oder Wengen, oder Mürren, oder ganz anders in St. Moritz, wo die Pferde Ball spielen und die Menschen durch Eiskanäle gleiten statt rasen.
Keiner könnte sich vorstellen, dass noch einer bleibt, wenn der Russe kommt. Seid ihr alle da? Nein, aber viele schon. Und am Ende wird er auch noch die Preise ruinieren, der Russe. Kommt nach Kitzbühel, St. Anton, St. Moritz, St. Nimmerlein, heilig, heilig, heilig. Wir gehen, wir rennen. Wir sind so einnehmend, dass wir durchaus hier bleiben könnten. Aber wir rennen mit feinem Lächeln über das Eingenommene. Das Ende soll unter aller Grabmal sein. Soll ich ihn ausrichten? Habe aber vergessen, von wem. Aber dagegen können Sie gar nichts ausrichten. Der Herr Geschichtsprofessor wieder lässt ihn durch sein Klitterungsklist hier von der Rückseite her, denn auf der Flucht sieht man die Menschen ja nur von hinten. Ausrichten, dass Menschen, die sich im schwärmenden Lauf vor der rotflammenden Pechglut ihrer eigenen Häuser retten müssen, keine Zeit haben für Orgien, Saufereien, kreuz und quer im christlichen Abendland, bis zum Morgenland, bis zur Menschheitsdämmerung in der Frühe, Rumpficken und andere Blödheiten, bei denen man am Ende dann doch die Arschkarte aus dem vollgebluteten Sakko zieht. In einem Haus, in dem alle Lüste und Laster zu Hause sind, da bleibt man gern. Da rennt man nicht einfach weg, nur weil der Fremde zu früh kommt. Von uns aus kommt ja jeder zu früh, bevor wir fertig sind. Ja. Zumindest bleibt man bis zum letzten Moment. Man hat ja nichts mehr zu verlieren. Also möchte man etwas gewinnen. Bis zum letzten Augenblick. Und wäre es eine einmalige Erfahrung. Müssen wir nicht alle schon einmal da gewesen sein, um jetzt so lange zu bleiben, bis zum letzten Moment, und auch den noch auskosten, ihn aus einem oder mehreren triefenden Menschen herauslecken? Das war ein Gefolgschaftsfest. Eindeutig ein Gefolgschaftsfest. Einer folgte dem anderen, bis um 23 Uhr der Anruf erfolgte. Mitten im Fest, 15 Personen verließen es dann. So spricht der Bote. Nur rein mit der Zunge, solange es noch geht, und lecken. Missverstanden werden und wieder ausspucken, wohl bekommst. Ein Historikerprofessor, der jeden Tag sein vegetarisches Jausenpaket packt und darin nach Essbarem wühlt, der kann sich das natürlich nicht vorstellen. Der muss ja dauernd schauen, wo da noch Fleisch ist und wie er es mit Antikalk wieder rauskriegt aus seiner Frischhaltedose. Der Etzkalk, der gehört wiederum drüber, der geht nicht mehr raus. Die gehen nicht mehr raus. 27 Mal fährt der LKW hin und her, dann sind sie alle geliefert. Das Fleisch muss weg. Da ist keine Zeit für zujaulendes Lustgeschrei. Keine Zeit für Sinnloses aus dem Fenster ballern. Da ist gerade noch Zeit zum Packen und Abhauen. So stellt dieser Historienprofessor in seiner luftdicht schließbaren Tupperware-Dose sich das vor. Falls der Russe wirklich kommt, und das ist wohl unvermeidlich, rennt alles. Das ist mal sicher, das leuchtet wirklich jedem ein. Das ist eine Konstante in der Weltgeschichte. Der Russe ist eine Hölle für Einsiedlergedanken, weil er immer in sehr rauen Mengen kommt. Ja, er ist der Ort von Massenflucht. Aber am anderen Ende, wo alles herkommt, außer dem Gas, das wird erst später kommen, nachdem es in eine Leitung namens Nabucco, oder wie sie heißt, die es noch gar nicht gibt, gestopft worden sein wird. Und danach treten sogar noch die Leitungen gegeneinander an. Es kann nämlich nur einen Leiter geben. Vor dem Halbleiter Iran warne ich hiermit ausdrücklich. Und nur dies eine Mal. Aber jetzt, der Krieg ist vorbei. Er ist faktisch vorbei. Er hat uns allen Speichel vom Kinn geleckt. Und gewinnen tun eh immer dieselben. Verlieren auch. So, der Wagen der Herrschaften fährt jetzt vor. Mindestens Großraumlimousine, denn Frau Gräfin will ja auch ihren Liebhaber mitnehmen. Und noch einen weiteren Herrn, der auch ein Liebhaber teurer Weine, einer, der Verantwortung trägt. Und noch ein weiterer Herr, der auch Verantwortung trägt. Und das ganze Gepäck muss ja auch noch mit. Nein, es wird umgekehrt. Sie müssen sich viel mehr ihrer Verantwortung entziehen. Sie fällt nicht an, die Verantwortung. Sie fällt vielmehr bei jeder Gelegenheit von uns ab. Die Verantwortung, die ergreift uns, wenn wir sie nicht rechtzeitig übernehmen, und dann fällt sie wieder ab.
Wir sind und bleiben ihr alles schuldig. Wir können immer das nächste Mal zahlen. Wenn der Russe sich nicht benehmen kann, ziehen wir ihm alle Menschen, die er brauchen könnte, schon vorher vom Gehalt ab, damit er sie nachher nicht umsonst umbringt. Aber vorher noch ordentlich anzünden, damit dem Russen eingeheizt wird, wenn er kommt. Die Armen schweigen dazu, das tun sie immer. Sie sind zur Genüge mit ihrer eigenen Rettung beschäftigt. Die Reichen müssen sich gar nicht retten. Die sind schon gerettet, aus jeder möglichen Gefahr. Die begeben sich einfach in die Zuflucht ihrer Eigenblutvorsorgebanken, die dann in Krisenzeiten mit ihrem blutigen Geld allein gelassen werden, damit man ihre Besitzer nicht daneben findet. Geld stinkt nicht, Geld schreit nicht. Ihr Geld ruht sanft in einem anderen Hort, wo es am Abend auch nicht jedes Mal von einer besorgten Mutter wieder abgeholt werden muss. Und die Seelen der Toten und die toten Seelen der Lebenden. Wir sind nicht hier, um heilige Scherzweisen zu hören. Wir sind hier, um von hier wegzukommen. Daher kann diese Geschichte gar nicht stimmen. Die Geschichte findet doch noch gar nicht statt. Zumindest ist sie noch nicht am Ende, falls sie überhaupt angefangen hat. Kommen Sie morgen wieder. Dann vielleicht. Dann hören Sie vielleicht. This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. Sie fängt extra für Sie jeden Moment an, die Geschichte. Sie fängt jeden Augenblick neu an. Sie stimmt immer nur ihre Instrumente, die Geschichte. Zum Spielen kommt sie aber nur noch selten. Heute allerdings ist so ein Tag, an dem sie mit uns spielt. Wir sind ihre Instrumente, wir stimmen jetzt. Wir stimmen die Geschichte mit uns ab. Unsere Aussagen sollen ja stimmen und sie sollen übereinstimmen. Nein, wir stimmen nie. Es hört uns eh keiner zu. Die Geschichte sollte man also besser nachträglich in Ruhe betrachten. Und auch während sie stattfindet, sollte man sie lieber in Ruhe lassen, sie lieber nicht einmal anschauen. Man erstarrt sonst zu steigen. Vielleicht sollte man die Geschichte aber lieber in ein beheiztes Zimmer schleppen und sie dort unter allgemeinem Jubel auftauen. Denn hier hat die Geschichte mal die Gelegenheit bekommen und die kommt nicht wieder. Die Gelegenheit, die Geschichte schon. Oder auch nicht. Schloss, nachdem die Waffen ausgegeben worden sind. Die diese letzten Nackten hier auch noch aufnehmen, hätte ich nicht gedacht. Diese herabgefallenen Maschen, ohne dass die es hätten ausbaden müssen. Nein, umgekehrt wird ein Pullover daraus. Ausgezogen waren die ja schon. Aus Ungarn ausgezogen? Und dann selber ausgezogen. Man hatte es ihnen ausdrücklich befohlen. Bitte legen Sie ab. So lautete der milde Zwang, mehr war nicht nötig, mehr haben sie nicht gebraucht. Sie konnten sich eh nicht wehren. Ihre Körper weigerten sich schon lang, schönartig bei ihnen zu Hause zu bleiben. Die wollten nur noch weg, haben es nicht mehr ausgehalten, fielen einfach um. Man hätte gar nicht nachhelfen müssen. Man hätte sich die Mühe mit den Feuerwaffen gar nicht zu machen brauchen, dass diese letzten Nackten also abgeknallt werden. Die fallen schweigend zusammen wie Kartenhäuser. Viel Gewicht haben sie jetzt eh nicht mehr. Hatten sie nie. Wem fehlen sie? Sie müssen in die Ewigkeit. Aber vorher sollen sie noch schön durchgearbeitet werden. Herrschsucht, ja, haben wir. Ist vorrätig.
Daran ist nun bestimmt nichts Krankes. Am besten, Sie erledigen das selber. Die Mächtigen, denn morgen werden Sie es wahrscheinlich schon nicht mehr sein. Mächtig. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass man auf dieser Ebene leicht vereinsamen kann, wenn man nicht Freunde sich einlädt und Wein fließen lässt, heiße Rohre in den Wind schießen lässt. Wir haben auch gelitten und das nicht zu knapp. Wir waren die Knappen des wütenden Reiches. Wir haben alles verloren. Zum Schluss sogar das Reich selber wird nicht wieder vorkommen. Wir versprechen es. Wir versprechen uns. Wir haben alles verloren. Bis auf das, was wir zum Glück noch haben. Glück gebührt allein den Tüchtigen. Selber schuld, diese blöden Toten. Warum haben sie auch keine Stimme zum Befehlen, keine Kräfte zum Gehorchen? Ach was, wir hätten sie sowieso umgebracht, egal wie viel Leben noch in ihnen war, das musste einfach weg. Die letzte Röte muss von den Wangen weggekost werden. Die Herrschaft muss genau studiert werden. Man muss ihnen nur sagen, wer gerade herrscht, und schon tun sie es gern. Die von oben ernannten Oberförster, die spannen jeden Hahn noch, bevor der zum dritten Mal krähen kann. Und danach werden sie alles verleugnen. Sie werden sogar ihre eigene Herrschaft verleugnen und jede andere Herrschaft auch. Sie werden leugnen, überhaupt jemals eine Herrschaft gehabt oder persönlich gekannt oder auch nur von Weitem gesehen zu haben. Nieder zur Erde die Glieder, die zitternden. Marsch! Der Russe naht. Und er wird die Schloss hier unterst oberst einstürzen lassen und danach anzünden. Oder beides zugleich? Von beiden Enden zugleich? Aber sie schauen die Kunst nicht an. Nein, hier gibt's keine Augen. Wir leugnen alles. Die Augen, die sind nicht mitgekommen mit all dem Schönen, das sie sehen. Die Augen sind überhaupt nicht mitgekommen, weil sie betrunken sind, weil sie getrunken haben, was die Wimper hält. Da kommt ja keiner mehr mit. Nein, hier gibt's keine Augen. Wir leugnen alles. Wenn Sie uns fragen, dann leugnen wir schon, bevor Sie die Frage fertiggestellt haben. Ja, die Lehren, die sind hier irgendwo eingegraben worden, alles klar. Aber eigentlich wäre das gar nicht nötig gewesen. Was leer ist, ist leer und das muss man dann ja auch nicht begraben. Die Geschichte gereicht uns nicht gerade zur Ehre. Es wäre besser, Ungar oder Holländer zu sein. Und so sind wir es denn auch. Es ist später geworden, als wir gedacht hätten, später, als wir überhaupt zu erleben gedacht hätten. Wir sind jetzt in Südafrika, wir sind jetzt in Argentinien, ist auch ganz egal, denn wenn der Deutsche kommt, sollten sie überall sein, nur nicht da, wo der Deutsche ist. Und zwar jeder Deutsche, der ja wir sind, zumindest waren, auch wenn wir es jetzt nicht sind, nicht mehr sind. Und in Deutschland sollten wir natürlich auch nicht sein, zu allerletzt in Deutschland, als Erste weg, als Letzte dort. Halt. Wir haben doch heute eine kognitive Distanz zu dieser Zeit der Extreme gewonnen. Und diese Distanz, die sollten Sie jetzt nicht einfach so im Casino des Denkens aufs Spiel setzen. Jetzt, wo Sie endlich das freie Denken und Handeln gelernt haben. Sie sollten zumindest nicht alles wieder auf eine Farbe setzen, also nicht die ganze Distanz setzen. Auch nicht die Erkenntnis darüber, was war, aufs Spiel setzen. Sie sollten froh sein, dass Sie endlich gewonnen haben, die Erkenntnis. Aber was rede ich?
an ein Minimum von Unbefangenheit ist bei mir ja leider nicht zu denken. Ich muss mir schon dermaßen Gedanken machen, was ich überhaupt berichten soll. Ich habe eh das meiste vergessen. Und überhaupt, wenn niemand herrscht und jeder nur über sich selber, dann entsteht ein Chaos, das dem Boten nicht zuzumuten ist. Mir geht es hier ja nicht in erster Linie um eine ideologische Linie, sondern um die Menschen und um ihr Verhalten. Ja, schon weil die meisten Leute widersprüchlich handeln und ihre Einstellung auch im Laufe der Jahre situationsbedingt verändern. Aber die Menschen sollen ruhig ihr Verhalten ändern, von mir aus. Denn ich habe diese Einstellung ja bereits, wenn auch verspätet. Also man kann ja nicht schon vorher über etwas berichten. Nicht wahr? Also Sie können von mir diese Einstellung einfach so haben. Ich habe sie für Sie bereits kalibriert. Ich übergebe sie Ihnen einfach so, von mir aus. Und meinen Charakter, den können Sie doch dazu haben. Er ist ja auch widerständischer als meine Theorie, die es nicht in diesen Bericht mit einfließen darf. Sie unterstellen mir deutschen Hass. Im Ernst? Deutschen Hass. Ich werde Ihnen jetzt einmal etwas sagen, egal was ich vorher gesagt habe. Ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Weil wir Deutschen unter unseren Duschen, ich meine jetzt die wirklichen Duschen, wir sollten wieder ein stärkeres Nationalgefühl haben. Den Mut zu einem stärkeren Nationalgefühl haben. Auch wenn wir gar keine Deutschen sind. Und ich sage das hier und jetzt. Weil dieser Mut auch eine Zeit verloren gegangen sein werden wird und die Opfer, also die Toten, aber auch die Angehörigen der Toten, die Opfer, sag ich ja, die Opfer, anders als andere Menschen mit fürchterlichen Mitteln arbeiten, um das zu erreichen, was sie haben wollen. Die wollen ja immer noch etwas erreichen, die Opfer. Die wollen was haben, auch wenn sie längst keine mehr sind und auch keine mehr gebracht werden. Wir wissen ja, dass in extremen Lagen einzelne Personen ganz wichtige Rollen spielen. Und jeder Einzelne und seine Rolle ist wichtig, zählt. Und auch hier spielen diese Personen jetzt wieder ganz, 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 ganz große Opfer. Opfer. Und sie spielen diese Rollen so lange, bis ihnen diese Rollen zu groß werden und dann legen sie sie einfach wieder ab. Ja, bis sie die Macht über andere satt haben, bis sie das alles satt haben. Und dann tun sie genau das, was alle anderen auch tun. Und das tun sie auch jetzt, noch bevor die Zukunft begonnen haben wird. Die Deutschen, die haben keine Furcht vor sich. Und das ist ihre Größe. Die Deutschen, die nähern sich den anderen, aber ohne sie zu quälen. Das haben sie aus der Geschichte gelernt. Und sie haben das gerne gelernt, weil sie wollten sich auch mal wieder glücklich fühlen. Und wer will das nicht? Und alles, was ich Ihnen jetzt über das Quälen erzählt habe, das wird zwar stimmen, aber nicht mehr aktuell sein. Denn wenn wir das gewusst hätten, was wir heute wissen, wir hätten das doch nicht geglaubt. Also wir mussten das qualvoll lernen. Wir hätten doch nicht geglaubt, dass man uns heute diese typischen nachgeborenen Fragen stellen würde. Aber wir haben jetzt schon vor, uns gegen diese moralische Überheblichkeit der Nachgeborenen zu wenden. Also jetzt wenden wir uns und dann wenden wir uns ihnen zu. Jetzt haben wir uns gewendet und dann richten wir das Wort an Sie, aber ohne Zuwendung natürlich, die können Sie nicht auch noch von uns verlangen, aber ich glaube das nicht. Kaum hat man sich abgewendet, schon verlangen Sie die Zuwendung, aber was hatten wir dann im Nachhinein wirklich noch abwenden können? Aber nein, Sie verlangen diese Zuwendung, Sie verlangen, dass wir sagen, so und so war es, aber wenn das, was war, heute gewesen wäre, ja, wir wären doch die Ersten, die sagen würden, wir hätten diese Flüchtlinge, diese Menschen auf der Flucht, wir hätten die doch versteckt, dieses Gesindel. Ja, das hätten wir doch getan. Also das würden wir doch tun, tun wir doch. Ja, also wir würden doch von uns sagen können, wir wissen, wie unsere Eltern und Großeltern sich hätten verhalten sollen müssen. Und wir sind doch heute zu einem eigenen Urteil fähig und wir sind doch endlich in der Lage, nicht mehr das nachplappern zu müssen, was uns andere vorsagen, was sie uns zubringen. Wir müssen uns doch nicht mehr verstecken.
Und ich habe nicht vor, Ihnen die Schwierigkeit des Selberdenkens zu ersparen. So. Wo war ich stehen geblieben? Also die Rolle des Richters, die steht mir nicht zu. Ihnen auch nicht. Es hat uns immer schon... Moment, ich stelle nur mal mein schweres historisches Gepäck hier irgendwo ab, wo es nicht im Weg steht. Haben Sie vielleicht ein Kämmerchen dafür? Ein kleines genügt? Danke. Moment. Danke. Moment. Jetzt! Drehen Sie doch nicht so! Zerren Sie nicht so an mir! Ich muss doch nur mein Gepäck abstellen! Das sehen Sie doch. Ich weiß ja, dass Sie von der Geschichte dieser schrecklichen Zeit geradezu hypnotisiert sind. Sie interessieren sich ja für gar nichts anderes mehr. Das sehe ich. Und indem Sie auf das entsetzliche Starren, das dieses Land verbrochen hat, machen Sie Deutschland wieder zum Nabel der Welt. Ja, ist Ihnen denn das nicht klar? Bitte mir als Boten ist es egal, ich werde ja nur wichtiger durch. Aber es ist nicht gut. Deutschland wieder zu einem Nabel zu machen, machen Sie es doch lieber zu einem Arsch, dann können Sie wenigstens drauf sitzen. Bitte um Entschuldigung. Also gut, Nabel. Aber Nabel in einem negativen Sinn jetzt, das ist nicht gut. Arsch wäre besser, auch praktischer. Wann können wir Boten uns schon mal in Ruhe hinsetzen? Also, ich kann Deutschland gut verstehen. Nabel ist aber nicht so gut. Na, von mir aus auch einen Nabel hat jeder und manche hält sich für den Nabel der Welt, um den sich alles dreht, alles Walzer, so ein Unsinn, aber meinetwegen. Aber... um eine solche Fixierung auf die Vergangenheit zu vermeiden, sollten Sie in Zukunft, falls Sie sie erleben, für ein paar Jahrzehnte irgendwo anders hingehen. Vielleicht nach Südafrika. Ja, Argentinien. Argentinien ist am besten. Dorthin kommen Sie am besten, egal was Sie von Deutschland halten, egal wer Deutschland gerade hält. Und danach berichten Sie weiter. Ja, ich weiß. Ich sollte vor meiner eigenen Tür kehren. Aber da liegt immer so viel Mist herum. Den der Postbote gebracht hat. Reklamezettel hauptsächlich, obwohl ich mir die strengstens verbeten habe. Und während ich die noch in die Papiertonne schmeiße, höre ich eine Stimme von oben, die wahrscheinlich gar nicht von einem lizenzierten Boten stammt, und die Stimme ruft, Sie sollten sich auch nie als Gesetzgeber der anderen aufspielen. Nein, sollten Sie nicht. Da hat die Stimme recht. In Deutschland, da wimmelt es ja von moralischen Aufpassern und von moralischen Aposteln. Es wimmelt wie einem Ameisenhaufen. Zettel werden gefunden und wieder weggeschmissen. Ich habe hier schon Tonnen von Zetteln weggeschmissen. Ich sehe sofort, dass es sich um Werbematerial handelt. Da brauche ich gar nicht mehr hinzuschauen. Das kann man gar nicht schnell genug wegschmeißen. Man kann auch Menschenmaterial gar nicht so schnell wegschmeißen, wie es wieder neu gemacht und verteilt werden kann. Und auch wenn Sie oder einige von Ihnen es nicht wahrhaben wollen, aber es sind bereits Ermüdungserscheinungen aufgetreten. Nach dem 30. Prospekt, den ich weggeworfen habe, nachdem die Zukunft schon wieder anders verlaufen war, als in diesem Prospekt angekündigt war, mache ich eine Pause. Und wenn Sie in ein paar Jahrzehnten gefragt werden, wie sich der Schüler auf dem Gymnasium gefühlt hat, was ihn am meisten geplagt hat, dann wird er Ihnen antworten, diese Zeit hier, die ich nicht selber erlebt habe, sondern nur aus Botenberichten kenne. Und dann müssen Sie als Bote doch zugeben, dass diese paar Jahre einen überproportionierten Platz in Ihrer Berichterstattung eingenommen haben. Und wenn Sie diesen Platz nur noch etwas erhöhen, weil er auf 200 Tonnen Altpapier,
Altdruckpapier, nein. Altpapier steht, der nicht weggeräumt wurde. Dann können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie Sie sich selber und wie andere sich verhalten hätten. Nämlich wie eine Ausnahme. Selbst ist der Mann. Aber das ist noch kein Widerstand. Das ist vom Widerstand ausgenommen, was Sie damals getan hätten. Wenn Sie dann wirklich etwas getan hätten, dann wäre das eine Ausnahme gewesen. Es gibt so viele moralische Grauzonen. Aber auf diesen Prospekten, da sieht man das alles wunderschön in Farbe. Man kann dann zwar nicht mehr erkennen, wer Täter und wer Opfer war, aber das muss man ja auch nicht. Das ist ja nur eine Einteilung. Und eine Einteilung, die kann man ja auch jederzeit verändern. Hier nehmen Sie Ihren Kuli, Ihren Farbstift und verändern Sie es einfach. Auch meine Kalibrierung, die müssen Sie überhaupt nicht annehmen. Das weiß doch jeder. Jeder weiß doch, wer Täter und wer Opfer war. Man sieht auch so schön in Farbe auf diesen Prospekten die Zwischentöne. Aber die Zwischentöne, die müssen jetzt leider weg. Die haben einen Termin, die Zwischentöne. Die haben jetzt dort einen Termin, wo der gesunde Mensch wohnt. Und den müssen sie wahrnehmen, die Zwischentöne. Weg, die Zwischentöne. Weg auch die Obertöne, arm und reich gibt es auch nicht mehr. Und was es sonst alles noch nicht mehr gibt, das habe ich vergessen. Und das, was bleibt, das muss jetzt auch weg. So. Deutsche merkt aber auch alles. Und er merkt sich alles. Er merkt sich zum Beispiel jeden Urlaubsort, an dem es schön war. So schön, dass er gern ewig dort bleiben würde. Aber auf ewig merkt er sich gar nichts, der Deutsche. Er merkt sich nur, dass er am liebsten auf ewig Urlaub machen möchte. Aber dann merkt er doch schneller als andere, was dort an diesem Ort nicht stimmt. Oder ungerecht verteilt ist. Er möchte es neu verteilen. Er möchte alles neu verurteilen. Der Ösi hingegen vergisst immer alles. Aber er vergisst nie, dass er prinzipiell dagegen ist, etwas zu vergessen. Das ist Arbeitsteilung. Wer vergisst, glücklich ist.
Aber nur, wenn er weiß, dass er vergessen hat. Wenn er jetzt vergisst und er weiß es nicht, dann passiert auch nichts weiter. Diesmal kommt China, das Reich der Mitte, und löst unser Reich der Mittelmäßigkeit ab. Und China redet nicht, aber handelt umso mehr. China treibt den Handel derzeit vor sich her. Sicher wollen Sie mehr über diese Europa-Garantie wissen. Sie garantiert, dass die Therme innerhalb Europas ohne die schädlichen Keime von Fremden funktioniert. Selbstverständlich nur, solange Sie keine Fremden reinlassen. Für das Thermalbad garantieren wir vielleicht auch noch, obwohl die Hitze dem Keimen von Keimen im feuchtwarmen Regina Coli-Bereich ja recht gut tun soll, wie man hört. Die wachsen ins Uferlose. Na, meinetwegen. Wir sind sowieso alle im Arsch. Also, warum denn nicht auskeimen, wenn man den Herrenmenschen züchten will? Das kann ja im Prinzip jeder sein. Ein Herrenmensch und seine Sklaven züchtigen. Und die können ja im Prinzip auch jeder sein. Sklaven, bis sie hin sind. Damit schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Zu dumm. Wir können uns nicht einigen. Wir können uns nur darauf einigen, wer Herr und wer Sklave ist. Aber mit diesen Keimen kann man gar nicht früh genug anfangen, sie zu bekämpfen und zu vertreiben. Wozu haben wir sie dann gekauft? Warum haben wir sie dann geholt? Haben wir ja gar nicht. So, jetzt wissen Sie es. Wir haben den Garantieschein verloren. Wir haben keinen Beweis, dass wir sie überhaupt gekauft, dass wir sie geholt haben, die Sklaven. Und die haben alle Spuren vernichtet, ist ja logisch. Die Opfer wurden in die Zickzackgräben geschmissen oder fielen, zum Teil gewiss noch lebendig, denn das Töten macht Arbeit, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wie viel Arbeit. Wir schmeißen also die Opfer, ob tot oder lebendig, hinein, übereinander, eine Masse Menschen, gar nicht so wenige. Die Frage war doch, wie kriege, nein, bringe ich eine möglichst große Anzahl von Menschen auf möglichst geringem Raum unter? Das fragt sich ja nicht nur der Fremdenverkehr. Also sicher ist, dass diese Zickzackgräben jederzeit, am besten nachts und leicht mit schweren Baumaschinen wieder geleert werden können. Man findet dann die Gräber nicht mehr, weil wir zum Beispiel Kiesgruben zu Gräbern umfunktioniert haben. Und welche gesunde Bauwirtschaft kennt nicht die Kiesgrube? Welcher Bauunternehmer kennt oder hat nicht eine persönlich? Woher hätte er sonst diesen modernen Baustoff der Zukunft, den Kies und den Schotter? Jede gesunde Bauwirtschaft will doch, dass in ihr möglichst viel Kies, möglichst viel Schotter geschaffen und auch wieder ausgegeben wird. Es ist Handel und Wandel. Ja, es kann sein, dass die hier begraben sind. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Garantie dafür. Wir wollten damals sicher gehen, dass die nicht mehr lebendig fortgehen können, aber für sonst habe ich keine Garantie. Keine Garantie, dass das Material von uns stammt, also aus Deutschland oder aus Deutsch-Österreich. Und nicht aus den anderen Ländern, aus Ungarn oder aus den anderen Rumpfländern. Mal Hand auf Herz. Welcher Deutscher wird denn freiwillig Ungar? Nun, wir die Ungarn doch lieber zu uns, müssen wir nicht zu denen gehen. Obwohl, Deutscher im Ausland, das ist das Beste. Sich irgendwie absetzen, woanders hineinsetzen. Na, wer will Deutscher sein, wer will er sein? Die Guten ins Zöpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aber was rede ich? Ich bin ja nur ein Bote, das vergesse ich manchmal. So, und jetzt muss ich kotzen. Dann senkt sich der Schatten und ich sehe auf dem Boden, was ich von mir gegeben habe. Thank you.
Ich soll berichten, dass die Gewehre auf die Zimmer gebracht wurden. Dort können Sie sie ab sofort abholen. Gewehre werden ausgegeben. Sie werden sich ausgeben. Sie werden sich verausgaben, bis die Läufe glühen. Ich habe Ihnen hiermit mitzuteilen, dass sich Ihre Hände willig darboten, dass sich Ihr Wangenrot nicht verfärbt hat. In Wahrheit haben wir gar kein Wangenrot gesehen, außer an der Frau Gräfin. Gräfin. Wie gesagt, da teilen wir lieber die Gewehre aus und die Pistolen. Nein, die Pistolen nicht, die tragen wir an uns festgemacht. Wir teilen sie aus, die Gewehre, die langen Waffen. Wir teilen nicht, wir teilen aus. Und das Rot auf der Frau Gräfin glühenden Wangen war vielleicht genauso künstlich wie ihr Lippenstift? Sie leuchteten ja förmlich vor innerer Glut, diese Wangen, oder wovor sonst? Ja, ich glaube, sie war es. Zumindest wurde sie als solche angesprochen, als Frau Gräfin. Konnte sie gar nicht richtig zuordnen, neben all den groß gewachsenen, bewaffneten in Schwarz. Das ist kein Scherz. Und? Selber auch bewaffnet? Gut so. Alles Deutsche hier! Alles Deutsche! Und dazu noch in elegantem Schwarz, mit Stiefeln. Erst als Frau Gräfin sich auch eine Waffe nahm, da wusste ich, dass sie es war. Die Waffe stand ihr zu. Sie stand ihr und stand ihr zu. Wollte natürlich auch mal schießen. Es gibt da beim Schießen eine Rangfolge. Der Ranghöchste schießt zuerst auf das höchstrangige Wild. Das der Mensch nicht ist, das ist der Zwölfender. Der Mensch kann ja nur einmal enden. Und wenn der Erstbeste erledigt ist, dann dürfen auch die anderen, die Nächstbesten, erledigen. Es ist genug da für alle. Ich sah erst viel später, als ich sie nach Jahren wieder sah, dass sie damals eine scheue, zurückhaltende Frau gewesen sein musste. War das endlich die Banalität des Bösen, von der ich schon so viel gehört hatte? Allerdings viel zu spät, sonst hätte ich sie ja an ihrer Banalität erkannt, diese Frau, oder? Eigentlich habe ich es gar nicht mehr erlebt, dass das Böse banal sein soll. Zum Glück sind wir nicht demütig. Dann lässt der Bote Ihnen ausrichten. Ich sage, wie es ist, wie man es mir gesagt hat, wirklich. Verhasst ist uns, wer sich nie wehren will. Und genau diese Leute lassen wir uns jetzt vor die Läufe bringen. Und wir Boten überbringen diese Nachricht, die Demütigen. Lassen wir Mutigen uns besonders gern servieren. Die lassen wir sich selber servieren. Die sind schon geliefert und jetzt werden sie aufgetragen. Danach wieder abgetragen. Uns ekelt natürlich vor ihnen. Wir können kaum einen Bissen von ihnen zu uns nehmen, denn sie haben sich nicht gewehrt, als wir sie holten. Diese nackten Männer haben wirklich alles von uns geschluckt. Den giftigen Speichel, die bösen Blicke, das war so ihre knechtische Art. Vernichtet durch Arbeit. Mein Geschmack will andere Opfer, aber er kriegt sie nicht. Er kriegt nur diese, die schon halbtot und verfault sind. Und genau so wollen wir sie auch haben. Ihr Fleisch wollen wir trotzdem nicht essen, nicht einmal anfassen. Prügeln meinetwegen, erschlagen auch gut, erschießen von mir aus, aber nicht anfassen. Und die Menge macht, sie gleicht den Mangel an menschlicher Qualität aus. Wir lassen plötzlich Feuersglanz vom Himmel zur Erde und in diese Menschen strahlen. Wunderbar. Damals musste ja alles ganz schnell gehen, schnell, schnell. Zwei, drei Leute umbringen, das ist keine Kunst, aber an die 200. Moment, man sagt mir 180, also an die 200 Wehrlose. Ich sollte lieber sagen, vollkommen Wehrlose, um das Vollkommene daran mit Worten und Werten noch zu betonen. Keines. Keiner bleibt übrig, sie fallen um wie Kegel, diese hohlen Menschen. Eigentlich sehen diese Höhlenmenschen aus wie richtige Menschen, nur eben hohl, weil sie nie etwas gegessen haben. Hohl ihre getrockneten Stimmen, wenn sie miteinander flüstern. Sie sind ruhig, sie schreien nicht und als Wind im trockenen Gras oder in gebrochenem Glas der Füße der Rattenüberschuss in unserem trockenen Keller bedeutungslos. Wir konnten mit diesen Männern nichts mehr anfangen. Deswegen haben wir sie ja dorthin gesperrt in unsere Keller. Aber das war ein schöner Keller, sogar geweißelt. Eigentlich der Aufenthalts- und Erholungsraum für die Pferde. Ja, ganz recht. Schön geweißelt, nicht dreckig. Der war sauber, der Keller, wo die gehalten wurden. In einer ehemaligen riesigen Scheune. Die war weiß gewaschen. Und wir haben diese
hohlen Männer dort untergebracht und, obwohl hohl, vollkommene Menschen. Vollkommen wie wir, also im Grunde vollkommen wie wir. Vollkommen, das ist ja auch nur ein Wort, wie die Liebe auch nur ein Wort ist. Aber diesmal hat es das Wort vollkommen getroffen, also besser getroffen als sonst. Das passt zu so vielem als Beilage. Danke, so viel Vollkommene reicht mir schon. So viel Vollkommenheit muss sein. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss nicht mehr sein. Es zahlt sich trotzdem nicht aus, sie alle zu erschießen. Aber es muss sein, wenn sie nun schon mal da sind. Wir schießen und wir treffen, aber eine Kunst ist das nicht. Die Männer wurden uns doch eigentlich zu diesem Zweck hierher gebracht. Ein Anruf erfolgte und dann um 1:30, 2 Uhr Geschrei. Da konnte man die Fenster und Türen schließen und sich die Ohren zuhalten. Geschrei, 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 furchtbare Schreie. Ja, können die denn keine Rücksicht nehmen? Wir wollen um diese Zeit schlafen. Jeder will um diese Zeit schlafen. Außer denen, die nicht wollen oder nicht dürfen. Der Anruf erfolgte, die Waffen wurden ausgegeben und das politische Kleingeld wird man erst in Jahrzehnten wieder einsammeln können. Und auch dann ohne Zinsen. Denn es wurde ja nicht angelegt, wurde ja nur gemacht. Wir dürfen die eliminieren, die sind da, die müssen weg, so einfach ist das. Aber viel ist ja eh nicht mehr da, aber da, da stehen sie jetzt, bestellt und auch abgeholt. Die wurden uns ja zum Erschießen übergeben, überlassen. Und wir üben das Schießen aus. Das ist unser Privileg. Wow. Ich sehe sie. Sie kommen, diese Männer, diese hohlen Männer, und weg mit ihnen, weg, 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 weg. Aber im Grunde macht das überhaupt keinen Spaß. Das macht nur Spaß, wenn man sich vorher ordentlich einen angesoffen hat. So viel Zeit muss sein, ist es auch. Es ist Zeit, aber dann macht ja auch alles Spaß. Sogar das Ficken. Das ist wie Tageslicht auf einer defekten Spalte, die sich schließt, ist ein Baum, der wächst, ein Baum, der schwingt, ist Licht im Himmel, das Entfernteres und Ernster als ein verblasener Stern singt. Sag mal, meint ihr jetzt die Sternsinger oder wen oder was? Sie hörten soeben unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen. Sie kennen sie eh schon. Und zwar von gestern und vorgestern. Und jetzt wieder Musik. Diese Musik ist doch von vorgestern. Kennen Sie denn keine neuere? Haben Sie keine neue, nicht die neueste? Dann legen Sie auf. Dann legen Sie sie auf. Wir haben aber auch noch eine Musik vom vergangenen Jahr, die ist neuer als diese. Aber es gibt schon die von morgen und übermorgen, die laden wir uns heute schon runter. Sie ist genau gleich wie das Vergangene. Jede Musik ist da und schon vergangen, wenn sie aufgelegt ist. Musik ist Zeit, die man hört. Das Begangene im Allgemeinen muss man erst begehen. Man muss es erst begehen, aber es gibt Begangenes, das man nicht mehr begehen sollte und auch gar nicht mehr begehen kann. Was die hier begangen haben, das sollte besser verschwinden. Das sollte weggeräumt werden, das Begangene. Es sollte weggeräumt werden, damit niemand es mehr begehen kann. Bitte, nicht noch einmal.
Doch auch morgen wieder werden Sie eine sehr banale Sendung hören und sehen können, die nicht einmal mehr vom Bösen handelt, aber trotzdem unglaublich banal sein wird. Man fasst es nicht. Verpassen Sie trotzdem nichts. Genau jetzt wird es interessant. Nein, doch nicht. Wieder nichts. Verpissen Sie sich endlich. Das reicht auch nicht, dass ich den gar nicht hätte weitersagen dürfen. Der stimmt einfach nicht. Wer hat denn hier diese rote Farbe an all die Fensterleinen und sogar an die Türen geschmiert? Der Bote sollte sich vorher vergewissern, wohin er nachher greifen wird. Ich mache mich ja ganz dreckig, wenn ich jetzt an die Tür klopfe. Pop, pop. Was glauben Sie denn, an wie viele Türen und Fenster ich täglich pochen muss? Wenn da jetzt jeder seinen Dreck hinschmiert, wie schaue ich denn da aus? Welche Tötung soll hier denn überhaupt abgewendet werden? Eh keine. Das Gegenteil ist doch der Fall. Die Tötung soll herbeigeführt und dann auch durchgeführt werden. Denn nicht der Mensch opfert Gott. Nein, auch Gott opfert nicht Gott. Und Gott opfert sich auch nicht seinem Vater. Nein, nein, nein. Ich habe so viele Opfer gesehen. Also dieses zwar nicht, aber so viele Boten haben mir davon erzählt, dass ich das wohl glauben muss. Aber es stimmt gar nicht. Gott opfert sich nicht. Gott verschenkt sich. Die Frau Gräfin opfert sich ja auch auf. Ich weiß nur nicht für wen. Ich glaube, sie opfert sich für ihre Pferde auf. So wurde mir das gesagt. Fast 200 erledigt, also 180. Das ist nur einmal passiert. Das ist nun einmal passiert. Und vergraben müssen wir das alles auch noch. Vergraben in dieser Senke, dieser Senkgrube. An diesem letzten der Treffpunkte suchen wir 60 Jahre später oder so, 70, 80, 180. Ja, etwa 60 Jahre, schätze ich, können auch mehr sein. Suchen wir diesen letzten der Treffpunkte, suchen wir ihn gemeinsam tastend und vermeiden die Rede, indem wir sie halten, die Rede immer wieder halten. Kein Opfer, also Blut schon, aber bitte nicht an Türen und Fenster schmieren. Da greift da noch einer rein, ohne zu schauen. Immer ohne zu schauen und Dankeschön. Das Christentum opfert grundsätzlich nichts Lebendiges. Merken Sie sich das ein für alle Mal. Das hat es noch nie gemacht. Lebendiges Leben opfern, wo kommen wir denn dahin? Genau dahin, wo wir jetzt sind. Wir alle haben das Blut an der Tür gesehen, welches wie eine Ampel mit rotem Licht befahl, Engel, bitte weitergehen. Hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Bitte weitergehen, umbringen und dann weitergehen. Und das wiederholen wir jetzt einfach ungefähr 200 Mal. Aber was machen wir mit dem ganzen Blut? Man kann doch nicht aus jedem Blut eine Transfusion machen. Alle Handtücher sind dreckig, also schmieren wir es an Fenster und Türen. Wie geht, wenn da einer nicht schaut und reingreift? Aber das habe ich vorausgesehen.
Das wusste ich, dass wir Boten uns wieder als Erste die Hände schmutzig machen würden. Wir können nur hoffen, dass keiner schaut und kein anderer hineingreift in diesen Dreck, der noch feucht ist. Das nehmen wir auf uns. Das nehmen wir auf unsere Kappe. Mit den Armen packt sie die Frau Gräfin, meine ich. Die Frau Margit, die Frau Gräfin Margit, so kann man das gewiss nicht sagen. Aber sie packt die Hand, die linke Hand von diesem Mann da, nicht wahr? Nein, nicht wahr, sie könnte auch seine Rechte ergreifen, aber Rechte hat der schon längst keine mehr. Also, sie packt seine linke, stemmt den Fuß in seine Rippen, das darf sie, schließlich hat sie ihn ja auch geschossen, und reißt ihm die Schulter aus dem Arm, das Schultergelenk. Aber bitte, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht durch Leibeskraft hat sie den Mann da erledigt, auch nicht durch Liebeskraft, sondern durch Feuerkraft. Durch Feuerkraft keines Gottes, kein Gott anwesend. Ich hätte Ihnen gern von einem an- oder abwesenden Gott berichtet, aber ich habe keinen gesehen. Durch der Menschen durcheinander, alle natürlich besoffen. Warum sollen wir den ganzen Krempel für die Russen aufheben, wo wir noch nicht mal das Schloss für sie öffnen oder aufheben werden? Also, was wollte ich sagen? Ja, wir greifen an, zerreißen das Fleisch und aus und Schluss. Die Kugeln helfen schon sehr, aber wir müssen auch mithelfen, sonst sind die Kugeln machtlos. Aus dem zerfetzten Leib da tönt Schreien wehlaut und stöhnen. Au, das muss wehtun. Ja, das soll ja auch wehtun. Aber durch die Schusswaffen geht es relativ schnell. Wir haben noch Glück gehabt, diese hohlen Männer. Wenn sie nicht schon vorher durch Arbeit vernichtet worden wären, dann hätten ihnen die Kugeln jetzt den Rest gegeben. Aber als Rest haben wir die doch schon gekriegt. Wohl wurden die uns doch gebracht, diese Männer, bevor sie ihn von uns bekommen haben, den Rest. Und jetzt sind sie natürlich restlos satt. Sind hungrig, aber angefressen von uns. Und das kennen wir schon. Immer angefressen von uns, als müssten wir Deutschen alle Sippen verhaftet werden, weil wir das gemacht haben. Aber es passiert uns nichts. Das geht durch uns hindurch wie nichts. Durcheinander tönt das Schreien, ich habe es selbst gehört, woher sollte ich sonst wissen? Der atmet ja noch, nein, wenn Sie mich fragen, der hat doch schon lange nicht mehr geatmet. Ist ja auch egal. Die eine nimmt seinen Fuß, die andere den Arm. Kleidung war keine mehr vorhanden, die mussten sie ja abgeben. Aus der können wir vielleicht noch was machen. Ja, das törnt uns an, wenn die Menschen total nackt sind und wir total voll und dann noch die Fenster mit Blut voll geschmiert und die Türen auch. Und ich meine, bitte, wir könnten jetzt auch noch die Glieder der Toten umherwerfen, bellen gleich. Nein, jetzt nicht bellen gleich, so ein Blödsinn. Aber wir könnten auch noch was ganz anderes mit ihnen machen. Denn unseren Armen leiht die Leichtigkeit der Gott, den wir dazu gemacht haben. Heil. Aber ja, das heilt schon. Wissen Sie, was ich Ihnen noch sagen könnte? Ich könnte Ihnen noch sagen, wo hier im tief verzweigten Holz und in der Erde dort bei den Kreuzstadeln, ja, ja, zwei Stück gibt es jetzt davon. Zwei Stück Stadeln. Weniger können wir uns nicht erlauben. Wo die begraben sind, begraben sein könnten. Begraben sein müssten, zumindest bei einem von beiden, aber welchem müssen, tun die nichts mehr. Davor ja, aber danach nicht mehr. Nur bei welchem Stall liegen sie? Sagen sie uns jetzt oder schweigen sie für immer? Übrigens, was halten Sie von meiner Kiesgrubentheorie, für die ich natürlich keinerlei Anhaltspunkt habe, aber anhalten muss ich mich ja auch nicht mehr. Noch kann ich gehen und stehen, freifüßig. Die werden diese 180 Männlein doch nicht verspeist haben, gegrillt vom Feuer des Schlosses und eingraben, ausgraben, eingraben, ausgraben. Das wird diesen Leichen doch auch langsam fade werden. Und wissen Sie, was ich Ihnen noch sagen könnte? Ich könnte Ihnen noch sagen, wo es kein leichtes Finden dieser Leichen sein wird. Das wird kein leichtes Finden sein, aber das sage ich Ihnen nicht, denn sonst wäre es ja ein leichtes Finden. So. Diese 180 Männer wären jetzt endlich auch gefallen. Das wäre also das Ende. Ich habe nicht gewusst, wie ich davon berichten könnte. Ich weiß es auch jetzt nicht, aber ich berichte weiter, obwohl es ja gar nicht weitergeht.
Von der Stirne würden Sie die Bänder werfen, die wir Ihnen aber nicht umgebunden hätten. Die kriegt nur der Deserteur. Oder Justitia selbst, die kriegt auch eine. Scheiß drauf. Diese Männer kriegen schon mal gar nichts von uns. Die haben keinen Anspruch auf Leben angemeldet. Die haben ihren Anspruch auf Leben nicht rechtzeitig angemeldet. Die sind nicht bezugsberechtigt. Aber sie sind auch nicht wegzugsberechtigt. Nur unsere Zweige, Äste, Wurfgeschosse und andere Geschosse, die können sie haben. Da spricht der nackte Mann doch: Mutter, ich bin's. Ich bin doch dein eigenes Kind, das du selbst gebarst. Ich bin doch auch jeder andere, den du ebenfalls gebarst. Nein, den du nicht gebarst. Oh, entschuldige, ich habe dich verwechselt, ich habe mich geirrt. Wenn du die alle geboren hättest, das wäre ja eine ganze Menge. Er ist zwar ein Sohn, aber er ist doch nicht der Sohn der Frau Gräfin. Was regen Sie sich also auf? Da gibt es lebende Tote. Ich habe die selber gesehen, obwohl ich eigentlich hätte von ihnen berichten sollen. Und die musste man nur mit dem kleinen Finger anstoßen und schon fielen die um, diese Menschen. Ja, diese hier ganz besonders, 180 Stück, da liegen sie und nichts mehr dran an denen. Die sind stundenlang aufgerieben worden durch Arbeit, wie Fußböden, aber sauberer sind die davon nicht geworden. Wer sich die Finger nicht schmutzig machen kann, der ist fürs Herrschen auch nicht geeignet, der kann auch nicht befehlen. Ein Haus, das sich die Fenster mit Blut nicht beschmieren lässt, ist fürs Stehen sowieso nicht mehr geeignet. Es hat keinen inneren Zusammenhalt, den nur das Blutbad einem bereitet. Aber hier machen wir eine Ausnahme. Dieses Haus da fällt, diese Hand da fällt. Hände werden nicht erhoben, um zu flehen. Hände, die sich dann wie Blätter im Wald regen würden, die nun keinen Laut mehr von sich geben, nicht einmal einen von einem Tier, diese Männer, die nicht einmal gespitzten Ohres lauschen, denen ist wohl alles egal, die den Blick nicht mehr wild hin und her werfen, die Hände nicht mehr erheben, denen ist ja sowieso alles wurscht. Die sind schon gefallen, die sind auch nichts Besonderes, es ist in uns allen. Wir alle werden schließlich vernichtet durch unsere Arbeit. Also, warum dann diese Männer nicht? Diese Männer werden zur Abwechslung einfach mal anders vernichtet. Schauen Sie mal hin. Das Gewehr. Das Gewehr hat einen langen Lauf. Es hat viele Vorteile. Den langen Lauf haben wir Boten auch, aber davon ist jetzt nicht die Rede. In diesem langen Lauf, da ist das Geschoss, heißt das nicht Geschoss? Geschoss. Länger der, wie soll ich sagen, Explosivkraft oder der Explosionskraft ausgesetzt, die sie beschleunigt. Was immer jetzt aus diesem rasenden Lauf herauskommt, der Bote bleibt derweil ganz cool. Er wartet, bis das Fleisch der Wehrlosen zerbrochen, das Fleisch der Hilflosen zerfetzt, der Müden, der Leeren, auf die es traf. Die haben ja alle geschossen, alle. Alle. Nur wir boten nicht. Wir saßen da und warteten, was man uns sagt, was man uns zuträgt, und dann laufen wir. Zählen die Gefallenen, erzählen von ihnen. Obwohl, Hilflose darf man die Gefallenen nicht nennen, denn sonst wären ja alle Gefallenen, die nicht hilflos waren, entehrt. Und eine Ehre braucht der Deutsche. Also sofort dem Deutschen die Ehre zurückgeben. Wird's bald. Dankeschön. Aber jeder weiß doch, wenn es soweit ist. Schluss, aus, Ende. Da kann man noch so viele Tage und Nächte beglückt gekommen sein, von mir aus auch in einer Frau oder meinetwegen auch zu zweit gekommen. Also ich persönlich möchte keine sein. Aber dann muss man ja auch wieder gehen. Was soll man denn sonst machen? Andere kommen, müssen auch wieder gehen. Ich will das gar nicht so genau wissen. Das genügt mir jetzt. Jetzt wird aufgeräumt. Wir brauchen keinen vermessenen Sinn. Wir brauchen auch keinen verwegenen Mut. Wir müssen nicht zur Bergmutter schleichen. Die Gräfin teilt ja schon die Waffen aus. Nehmen Sie, genieren Sie sich nicht. Auch eine Waffe für Sie, aber gern.
die Nerz um die Schultern und den Geliebten an der Schulter hängend, über der Schulter. Nein, die andere Schulter, klein. Nein, die wird auch gebraucht. Vollkommen besoffen, der Mann, wenn Sie mich fragen. Aber schießen kann der noch. Treffen vielleicht nicht. Nein, treffen möchte ich den auch nicht. Nicht einmal bei hellem Mondenschein soll der mir im Dunkeln begegnen. Der kann mir im Mondschein begegnen, aber der tut es nicht. Also von 180 Stück wird er doch wenigstens einen erwischen. Aber er erwischt mehrere, wenn auch nicht genau, nicht Blattschuss, nicht auf den Punkt gebracht. Etliche von denen leben noch, als sie in die Grube fahren. Draußen ist es kalt. Wir schießen lieber draußen. Wir brauchen hier drinnen die Schweinerei und den Gestank nicht. Wir treten das Hügelland flach und das grüne Tal hoch. Wir graben ein Grab, das keiner findet, das alle übersehen. Ich sehe es schon, ich sehe es voraus. In den Wolken wird es nicht sein, in den Lüften auch nicht. Das Grab bleibt schön hier, hier bei uns. Das bleibt uns, das Grab. Boote auf einer Anhöhe. Das wäre nicht schlecht. Von einem Tannenwipfel könnte ich alles besser sehen. Dies grausige, jedoch fröhliche Treiben besser überschauen. Also mache ich eine Zaubertat. Bieg ich ein himmelragend Tannenhaupt? Und was mache ich jetzt? Bieg ich es also und ziehe den Waldessprössling mit der Hand zum Grund und setz mich drauf, setz keinen anderen drauf, setz noch eins drauf und setz mich selber drauf und lass ihn steigen, steig empor, vorsichtig und behutsam, damit es mich nicht wegschleudert, wie das Gewehr die Kugel mit Ziel, denn ohne Ziel, das wäre kontraproduktiv. Ich muss schließlich davon berichten. Und schwindelnd steig ich in den Schwindelhimmel hinein und werde immer schwindeln, wenn ich davon rede. Aber vielleicht werde ich auch gar nicht davon reden. Man wird mich eh nicht lassen. Also, worum die ganze Mühe? Mehr als mit allem schießen, was man hat, geht nicht. Ist auch nicht nötig. Also, dass diese Männer als wild geschossen wurden, das muss auf einer Verwechslung beruhen. Denn hier wird nicht geruht. Hier geruht die Frau Gräfin, auf die Jagd zu gehen und dann zu ruhen. Ruhen Sie gefälligst woanders. Vorher haben diese Männer sich selber eine Grube graben müssen, die nackten Männer. Nein, Hirsche sind das nicht. Schauen Sie lieber noch mal genau hin, bevor das Blut aus ihnen rinnt und sie langsam, aber sicher ihre Form verlieren. Obwohl, es wäre praktischer gewesen, wenn sie... Ich meine, es wäre praktischer gewesen, wenn sie, wie sagt man das, kleiner gewesen wären. Aber so oder so ist ja eh nichts mehr dran an ihnen. Thank you.
Die Erde ist ganz hart. Ob groß, ob klein, alle müssen rein. Oder müssen alle raus, beim Ausverkauf. Na, irgendwann müssen sie natürlich wieder raus. Sonst werden sie doch gefunden, die Toten. 180 Stück, das ist doch keine Kleinigkeit, die alle umzubetten. Und darüber werden wir uns später unterhalten. Jetzt erstmal rein mit ihnen. Das Blut hätte diese harte Erde doch wirklich etwas erweichen können. Da schaut ja noch eine Hand heraus und dort ein Fuß oder was das ist. Ja, die Erde schon, aber nicht uns. Wir lassen uns nicht erweichen, auch nicht von Blut. Aber irgendwann ist die Grube dann doch fertig. Muss nicht sehr sorgfältig gegraben werden. Zickzack ist eine günstige Form, wenn man etwas zu verbergen oder auf engstem Raum zu verstauen hat. Denn im Nachhinein wird ja niemand mehr wissen dürfen, wo sie ist. Na, nur ein paar, aber die werden nichts sagen. Und wenn sie was sagen, bringen wir sie auch noch um. Das ist ja gar kein Problem. Ist aber leichter, einen zu erschießen als 180 Stück. Aber wenn man 180 geschafft hat, schafft man schon noch ein oder zwei mehr. Aber da man die nicht wiederfinden muss, diese Zickzackgräben, da muss man sich auch keine große Mühe damit geben. Mit diesen Gräbern, mit diesen Gruben, in die sie dann alle prompt gefallen sind, diese Männer. In Gruppen zwar, aber immerhin. Reingefallen. Ungeschickt auch noch. Und sowas soll ein Ostwall bauen. Ich meine, bitte, der ist zwar sinnlos, aber gegraben muss er werden. Da sind nicht alle Gräber sinnlos. Im Gegenteil, die braucht man. Aber viele Gräben sind einfach sinnlos und halten den Feind nicht auf. Während manche Gräber nicht einmal die Verwesung aufhalten. Andere wieder schon, das kommt ganz auf den Boden an. Aus denen wäre eh nichts geworden. Diese Männer hätten es eh nie bis in die große Stadt geschafft, diese Affen-Zarathustra. Diese schäumenden Narren, die sich ihre Abstammung nicht besser ausgesucht haben, selber schuld. Das hätte ich Ihnen schon vorher sagen können, dass Sie hier nicht mehr weg können. Warum hätten auch die Frau Gräfin und die Herren P und O, über die die Geschichte noch so lange schweigen muss, bis sie tot sind? Und sie schweigt noch immer. Vielleicht lebt ja noch einer. Oder sogar beide. Nein, ich glaube, die sind längst tot. Ihr Leben war eine Arbeit. Und ihre Arbeit war eigentlich für nichts. Die hätten diese 180 auch leben lassen können. Vielleicht sind sie ja selber schon tot. Und nur die Geschichte wurde nicht darüber informiert. Also, uns Boten darf man da keinen Vorwurf machen. Wir müssen uns auch mal ausruhen. Und die Geschichte, die schweigt sowieso. Die schweigt und schweigt. Oder aber... Sie redet unaufhörlich vom Sündenstolz. Der und der und der hat gesündigt. Und von denen berichten wir dann auch und nehmen auch gerne einen Teil der Schuld auf uns. Nein, das nehmen wir nicht. Wir waren damals schließlich noch gar nicht geboren. Warum sollten wir? Und doch sind wir stolz auf unsere Sünden und reden drüber. Denn welchen Sinn hätte es zu sündigen, wenn man nachher nicht drüber reden dürfte? Und wie sehr man auch graben lässt, sie schweigt die Geschichte. Oder sie spricht zu uns. Sie spricht, dass wir uns schämen sollten, egal wer wir sind. Und ich sage, die sind das gewesen. Und ich bin so stolz darauf, als wäre ich selber von ihnen erschossen worden. Und das ist auch sehr wichtig, dieser Stolz auf Buß und Reu. Denn wieso hätten die Schlossbewohner, diese Leute, sie denn sonst graben lassen, wenn die nachher nicht stolz sein und büßen und bereuen hätten dürfen? Ich meine, haben sie ja gar nicht. Wissen Sie, wie das geht? Beides gleichzeitig? Stolz büßen und stolz bereuen? Was ist? Ich höre nichts. Man schlägt mit einem Hohlstab in den Grund und wenn dann immer noch kein original burgenländischer Weinquell hervorschießt, dann haben wir die richtige Stelle, wo das uns reuen wird, hierher gefahren zu sein. Und wenn da aber ein Wein ist, dann haben wir nichts mehr zu bereuen. Das wäre uns sogar noch lieber, aber keine Chance. Also, graben wir hier. Ich meine, wir können auch dort drüben graben. Es wird ja eh keiner das Grab finden. Das kann nicht sein. Das kann auch so nicht gewesen sein. Aber die graben und graben, dass die bloß nichts ausgraben, solange wir die schon graben. Aber solange sie an der falschen Stelle graben, ist es mir im Prinzip wurscht. Und die graben an der falschen Stelle. Und die werden so lange an der falschen Stelle graben, bis sie nicht an der richtigen Stelle graben. Zum Beispiel bei den Kreuzstapeln. Aber im Namen des Kreuzes, da hat man sich ja schon oft geirrt. Die
Kreuzritter, die wollten ja nach Palästina und sind dann im Gazastreifen gelandet, wo man sie dann gleich herausgeschmissen hat, weil im Gazastreifen alles voll war, also das Boot sozusagen voll war. Aber die schmeißen ja auch jeden daraus, außer die, die da drin sind und mit dem Fuß den Zaun niederhalten. Aber man kann nicht jeden Irrtum so leicht ausbügeln wie unsere Gräber. Aber sie graben halt noch immer an der falschen Stelle, aber das sagte ich ja bereits. Ich als Bote, ich sage, was man mir aufgetragen hat. Und ich habe es ja gesehen. Da lag ein Mensch. Und da auch. Und dort auch. Aber ich sage denen im Nachhinein doch niemals die richtige Stelle. Nur damit sie die Männer wieder ausgraben? Die haben wohl nichts Besseres zu tun. Die Nachgeborenen. In ihrer öden Einsamkeit. Aus der sie in ihrem sündigen Stolz, also ich meine Sündenstolz, herausragen, diese hervorragenden Menschen. An ihrer Stelle würde ich nichts mehr herausholen wollen, sondern in Ruhe und Stolz bereuen. Aber da graben sie schon wieder. Graben an der richtigen wie an der falschen Stelle. Das weiß man ja immer erst nachher, was richtig und was falsch ist. Sie graben nach den Gräbern. Da haben Männer ihren Stolz verschlucken müssen. Das ist so ungerecht. Diese Männer sind ja so ungerecht. Das gibt's nicht. Vollkommen ungerecht. Bis heute. Das sind Menschen, die sich eigens ausgezogen haben. Wie Tiere, also, die allerdings schon ausgezogen sind, um uns zur Nahrung zu dienen. Die müssen nur noch abgehäutet werden. Also vom Häute abgehängt, abgekoppelt, von der Koppel abgekoppelt. Nein, Menschen fressen wir nicht, noch nicht, jedenfalls wir graben sie ein. Vielleicht werden sie dann mürbe. Und dann fallen sie wie Rinder, welche grasen in unsere gewehrbewehrten, nein, stahlunbewehrten Hände. Ja, wir machen das mit bloßen Händen. Nein, wir haben ohne dies die Gewehre. Was wollte ich sagen? Keiner entgeht unserer Zerreißung und Durchlöcherung und Aushöhlung und Ausgrabung oder wie soll ich das sagen? Als Bote sollte ich das eigentlich wissen. Ich sollte die diversen Todesarten im Prinzip auseinanderhalten können. Das sollte ich im Botanikkurs, also ich meine Botenkurs gelernt haben, wo unter der Erde die Wurzel ist und wie sie sich über der Erde zeigt und überhaupt. Wir sehen die Menschen zerfleischt, Rippen, Füße, ungeschützt durch zwiespältige Hufe. Leider. Und dann hinabgeschleudert in die Grube, welche sie selbst gruben und gruben und gruben. Wer sich selbst eine Grube gräbt, fällt auch hinein. So. Wir wären jetzt soweit. So denken Sie hier alle. Da können Sie jeden fragen. Erst sterben, dann reden. Thank you.
Bitte die Herrschaften noch einen Moment aufhören zu schießen. Ich weiß, es macht Ihnen Spaß, aber zuvor muss der Mensch, das mutigste Tier von allen, Vorbereitungen treffen für die anderen Tiere, die weniger mutig sind und sich nicht so nah an den Abgrund trauen. Ich hörte, wie ein Kollege von mir zu dem einen Fremden, der als erster in seine eigene Grube fiel, sagte: Fremder Mann, ich verhafte dich ungern, aber es muss sein, schließlich wurde ich angehalten, dies zu tun. Und mein Kollege stieß bei seinen Opfern auf großes Verständnis. Schließlich war es ein Befehl. Bitte hören Sie doch einen Augenblick damit auf, nichts zu sagen. Und zum Schießen ist es auch zu früh. Später dürfen Sie dann, sag ich doch. Die schläft heute nicht, die Frau Gräfin. Die lässt sich nicht vom Schlummer auflösen. Auf Eichenlaub am Boden ruhend mit dem Haupt, so spannt sie den Hahn und beginnt zu jubeln und jubelt noch mehr und zielt und schießt. Ich empfehle ihr, sich nicht zu verletzen. Das wird nachher schon nicht so gewesen sein, dass sie selber geschossen hat. Keine Sorge. Wir Boten, wir sorgen dafür, dass das nachher nicht so geschehen sein wird. Wir werden einander widersprechen. Manche von uns werden gar nichts sagen, doch ohne uns wüssten sie überhaupt nichts. Ohne die anderen wüssten sie mehr. Also seien Sie froh, dass Sie nicht wissen, jedenfalls nicht von uns, sondern von anderen, dass die Frau Gräfin überhaupt hier war. Denn bald wird sie wieder weg sein und alle Lebensfäden sauber abgeschnitten. Vom Augenlid in Schlummer schmiss sie hin, ohne zu zögern. Verzichtete gar ganz auf Schlaf. Sie setzte sich hinweg über Zweck, Not, Zwang, Wille, Gut und Böse und trank alles aus, tanzte über alles hinweg. Und so schoss sie also. Und sie schoss und sie schoss und sie schoss. Oder schoss sie nicht selbst? Schoss sie nur hervor aus dem Schloss? Die Haarpracht ließ sie auf die Schultern sich fallen. Und so schoss sie hervor aus dem Fenster oder von wo halt die Männer fallen. Diese Frau, die bringt ihr Rehfell vorher noch in Ordnung, die bringt ihre Rennpferde in Sicherheit, die bringt ihren Liebhaber in Sicherheit, aber erst nachher, den anderen auch. Nein, das kommt erst später, das kommt erst danach. Jetzt soll er erst mal unsicher sein, ob sie ihn überhaupt noch liebt, und sie schießt auch erst, nachdem sie ihm dies versichert hat. So, und jetzt lasst lustig die Hörner erschallen. Nein, wir machen das ohne Hörner, die trägt der Herr Graf. Wir machen das ohne Hörner und Verwese, ich meine Gehwese. So, und jetzt auf, in Bergen und Klüften tobt morgen der freudige Krieg. Doch heute wollen wir selber uns freuen. Und wir wollen diese Mergelmänner, also diese Mängelmänner, jetzt nicht mehr länger in ihrer Ungewissenheit lassen. Die Frau Gräfin runzelt die Stirn, doch alles, was sie konnte erblicken, war des sichern Rohrs Gewinn. Abends bracht sie heim reiche Beute. Und wie über eigenes Glück drohend wohl dem Mörder, freute sich ihr Liebesblick oder so ähnlich. Wenn wiederum Abend ergraut und wenn das Grauen des Morgens kommt, ein zweites Mal schon, dann soll Echo und Felsenwand heilen. Und dann beschließt die Frau Gräfin, dass sie jetzt kein Grauen mehr braucht und dass das woanders noch besser wäre als hier. Sie muss einen herrisch stolzen Sinn haben, diese Frau Gräfin. So wie wir Boten eben einen sündig herrischen Sinn haben. Aber man lässt uns nicht, man lässt uns nur den Bericht. Eigentlich haben wir gar keinen Sinn. Es muss auch keinen Sinn haben.
Sie muss einen Sinn haben, die Frau Gräfin. Ach was, der Sinn wird der sein, dass sie da gewesen ist. Das muss genügen, das muss sein. So viel Zeit muss sein. Wenn keiner mehr da ist, hat sie keinen Grund, hier gewesen zu sein. Sie gürtet ihr Abendkleid mit so Schlangen oder was das ist, schießt gleich auf Menschen, Moment gleich, jetzt, hüpft vor Freude, winkt entgegen nur dem Laub, den Liebesgruß. Sie umgarnen keine finsteren Mächte, sie fasst keine Verzweiflung, sie foltert keinen Spott, es dringt auch kein Strahl in ihre Nächte, nur der Strahl aus den Gewehren. Herrscht denn blind das Schicksal? Nein, wir schauen durch den Sucher, wir schauen in die Röhre, aber suchen müssen wir niemanden. Die Opfer sind uns ja direkt vor die Flinte, vor die Pistole getrieben worden. Lebt kein Gott? Diese Frage kann ich mit einem eindeutigen Nein beantworten. Diese Gräfin möchte gar nichts tun. Möchte nichts Großes tun, möchte nichts Kleines tun, möchte gar nichts tun, möchte gar nichts tun. Tut aber etwas. Das geht wie von selbst. Die weißen Beine schwingen, fortbiestern und schießen. Das ist für sie gar nichts. Das ist sie von der Pirsch gewohnt. Lange in der Dämmerung zu gehen. Nein, der Drang ist noch nicht gekommen, keinem von uns das zu melden, der Bote schweigt. Andere Boten werden es sagen, aber es wird ihnen nicht geglaubt werden, keiner meldet das. Kein Bote da, wenn man ihn mal braucht. Das bleibt so, für alle Zeit, ab dem heutigen Datum. Aber woher kommt dann der Sündenstolz, wenn keiner es weiß? Der kommt von ganz tief aus uns heraus, das glaube ich. Das ist etwas sehr Tiefes. Da sind diese Gräber ein Dreck dagegen. Jeder Bote weiß, wann er zu schweigen hat. Das hat er gelernt. Das hat er in diesem Lande gelernt. Auf diesem Land halten immer alle dicht, sogar die Senkgruben. Darum haben die Senkgruben, in denen wir alles versenken, schließlich einen gut abgedichteten Boden. Also, ich würde das der Geschichte nicht glauben, wenn ein anderer sie mir berichtete. Und es sagt ja auch nie einer die Wahrheit. Wer ist es dann, der das sagt, was nicht die Wahrheit sein kann? Der Bote. Die letzte Instanz der gewaltigen Macht der Wahrheit. Genau, auf den sind Sie in dieser Hinsicht angewiesen. Der Bote, den ich meine, bevor ich noch weiß, was er selber meint, ist der, der selber gesehen hat, wie die Frau Gräfin am Abend vorm Palmsonntag ein Fest gegeben hat, zu dem zwischen 30 und 40 unverzagte Personen geladen wurden. Nein, wir nicht, wir sind nur die Boten, uns hat man hierher bestellt und da nicht abgeholt. Herbestellt, aber wieder weggeschickt. Der örtliche Geheimdienst und die Parteijugend und die Verbandsjugend mit und ohne Verbände sind schon da. Die sind alle schon durchgeblutet, die Verbände. Der Bote ist es, der berichtet, dass darunter führende Persönlichkeiten des Vereins sind, der stürmerischen Staffel, der umtosten Staffette, die nichts zu überreichen hat, deren Ehre die Treue wäre, wenn sie überhaupt wüssten, was das ist. Und wenn alle untreu wurden, so blieben sie doch ihrem Verein treu und fuhren Fäuste schwingend mit der U-Bahn in den westlichen Vorort. Der Bote soll zwar objektiv sein, aber manchmal schlägt er ein wenig über die Schicksalsstränge, damit sie ihm nicht um den Hals gelegt werden können. Aber er haut sie durch, die Stränge, das Schicksalsgarn, die Schicksalsstricke. Er kämpft, er strampelt in den modisch weiten Schicksalshosen, die einst enger waren. Der Bote ist es, der bezeugt, dass das Fest von 9 Uhr abends bis in den frühen Morgen gedauert hat. Also da habe ich Ihnen vorhin schon mal, wie viele andere Male zuvor auch, was Falsches berichtet. Ich habe nämlich geglaubt, das Fest fing schon am Vormittag an und endete erst nach Ende der nächsten Nacht. Kein Wunder, dass ich nie eingeladen werde. Macht ja nichts. Dass die Frau Gräfin das Haupt des einen Höhlenmenschen, den sie erschossen hat, auf ihren Jagdstock aufgespießt und mitgenommen hat. Wie eines wilden Tieres Kopf.
Ja, ich müsste es ja wissen. Die wird ja nicht so blöd sein, ihre unheilvolle Beute jubelnd auch noch mitzunehmen. Ausgerechnet in die Schweiz, wo das Geld liegt. Und das möchte Sport treiben, das Geld. Das möchte ficken, das Geld. Ich meine, vielleicht wird das ja mehr, ohne dass das arbeitet. Also spätestens an der Grenze wäre doch nichts passiert. Die wären doch passiert, die Frau Gräfin und ihre beiden Männer, ohne dass man sie aufgehalten hätte. Also spätestens an der Schweizer Grenze hätte man ihr den Kopf doch mit Sicherheit abgenommen. Man hätte ihn konfisziert. Und ihre Jagdgenossen, ja, also die Führer des Sturms, diese beiden Herren im Auto, denen sie eine Reise in die Schweiz spendiert hat, damit die in Deutschland nichts mehr sagen können, damit die in Deutschland nicht mehr reden können, nur noch im Ausland. Diese Sturmmenschen, diese Höhlenmenschen, also diese hohlen Männer, alle verblasen haben, wie der Sturm das eben mit den Gewitterwolken so macht. Was wollte ich eigentlich sagen? Ihre Jagdgenossen, ja, die Sieger, die den Fang erst gelingen ließen. Die Sieger, nein, die Verlierer, nein. Nur jetzt die Verlierer, später die Sieger. Es ist egal. Auf lange Sicht die Sieger, auch wenn es vielleicht noch etwas dauern wird. Der eine wohnt in einer Wohnung über einer Bar in Lugano. Der andere, weiß ich nicht, aber es gibt sicher welche, die noch wissen, wo der gewohnt hat, als er noch ein Verlierer war. Jetzt als Sieger wohnt er natürlich woanders, aber Sieger sehen anders aus. Darum haben wir ihn nicht gefunden, weil wir die ganze Zeit nach einem Sieger gesucht haben. Ich darf ja nicht sagen, mühsam für einen Boten. Denn zum Sagen wurde er ausgebildet. Für unsere guten alten Sagen, die von unseren Sünden berichten. Na gut, dann schweigt sie eben, die Frau Gräfin. Alles schläft, einsam wacht, aber schweigt. Sie schweigt. In der Schweiz. Und sie schweigt in Deutschland. Und sie schweigt in England. Und sie schweigt in Ungarn. Und sie schwelgt im Überfluss, oder was weiß ich. Und bald wird der Schatten grüner Tannen in die dachlose Ruine des abgebrannten Schlosses fallen. Bald wird gar nichts mehr fallen, weil das Schloss selbst eingefallen sein wird. Im Prinzip kein schlechter Einfall. Und die paar hohlen Männer sind ja nur an die 200 oder so, die schaffen wir schon noch. Für die brauchen wir keine lichtlosen Kammern, über die man nicht spricht, von denen es keine Fotografie gibt. Die haben noch Glück gehabt, die müssen sich nicht endlos anstellen an der dunklen Kammer, um dort ihre Kleidung und ihr Leben abzugeben. Eins nach dem anderen, Sie wissen schon. Die gehen ja später wieder ins Licht, nur sieht man sie dann nicht. Und das Licht sehen die ja auch nicht mehr. Aber dafür müssen sie auch nicht die vielen sehen. All die vielen, denen ihre schwarzen, schweren Zungen aus dem Munde hingen. Da hängt jedem Einzelnen von denen die schwarze Zunge wie eine Schlange heraus. Sie reißen an der Schlange. Sie reißen einander gegenseitig die Zungen heraus, diese Schlangen. Ja, die schlafen wohl schon, dass die das nicht merken. Die Hände zerren also an der Zunge. Es gibt allgemeines Gebreche und Gewürge und sie zerren, aber es geht nicht. Die Zunge reißt nicht. Beiß zu! Beiß zu! Beiß zu den Kopf ab! Beiß zu! Schreit der Schrei aus dem Boden heraus. Aus tiefstem Herzen, das können Sie mir glauben. Wer sowas gesehen hat, der schmeißt niemanden mehr aus einem zu vollen Boot. Aber niemand hat es gesehen. Niemand. 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 Was Sie in Wirklichkeit gesehen haben, ist nicht wahr. Man hat den Menschen gesagt, dass es zum Duschen geht, aber dann war es doch umgekehrt. Menschen warten vor einer Duschkabine, die keine ist. Da gehen niemals so viele hinein. Nein. Falsch. Menschen warten vor einer Kleiderkammer, die eine Kabine ist. Die Kleider kommen rein, nicht raus. Die Menschen kommen auch rein und nicht wieder raus. Was wollte ich sagen? Aber es war nichts Persönliches und nichts Peinliches. Obwohl die Frauen alle nackt waren. So warten Sie jetzt auf die Kammer, die Frauen bereits ausgezogen, bei den Männern kommt das auch noch, aber später. Warten vor der Kammer, die in Wirklichkeit eine Duschkabine ist. Ich habe mit eigenen Augen, zumindest nehme ich an, dass es meine waren, da waren ja so viele und später dann keiner mehr. Ich habe es selbst gesehen und auch gehört, wie diese Männer ergriffen wurden, während keiner der Gäste und keiner der Diener aus dem Dorf und keiner der Forstwarte im Walde und keine der Lilien auf dem Felde ergriffen wurde, nur diejenigen, die dafür vorgesehen waren, ergriffen im Fell ihrer Demut. Was hätten sie tun können? Was hätten sie tun sollen? Der tägliche Unheil schafft, den können wir erlösen, indem wir etwas über ihn zusammenlügen.
Das ist nicht schwer. Wahrscheinlich kennt jeder von uns einen oder mehrere dieser hohlen Männer oder Frauen in seiner näheren Umgebung. Glauben Sie nicht? Wir Boten können das Vergangene nämlich genauso gut, nein, besser, umschaffen. Nein? Umschiffen? Nein? Bis allein unser Wille spricht? So war's, weil ich es so wollte. So war's, weil wir Boten es so haben wollten. Irgendetwas darf ja auch der Bote mal an sich haben, irgendetwas Schönes. Es darf nur nicht so schwer sein. Wir Boten, wir haben ja alle so eine Sehnsucht nach dem Lachen. Wir sind nicht schuld. Wir könnten es nicht ertragen zu sterben, aber wir sehen das. Wir sehen jeden Tag, wie das ist. Wir haben nichts zu berichten, es ist zu dunkel. Wir konnten nichts sehen. Keiner konnte etwas sehen. Wir haben diesmal nichts zu berichten. Wir können nicht alle immer nur Opfer sein wollen. Wir brauchen auch Täter. Bitte, melden Sie sich. Wir brauchen jeden Täter, den wir haben könnten, zu denen wir dann auch uns zählen dürften, weil niemand es sieht, vor allem nach der Opferung. Als ich Sie zuletzt sah, ein anderes Mal, da haben Sie ganz fleißig gegraben. Aber natürlich in totaler Schwarzarbeit. Die Arbeitgeber hatten Sie natürlich nicht angemeldet und damit jeglichen Anspruch auf Unterstützung verwirkt. Und wir haben Ihnen noch einen Gefallen getan. Was für ein schrecklicher Weg hätte Ihnen bevorgestanden, wenn Sie nicht rechtzeitig in die Grube gefallen wären. Aber ich schweige einen Moment. Der menschenverschwiegenste einer werde ich sein. Dabei hätte ich noch etwas zu sagen. Mir wird das immer als meine aufregendste Zeit in Erinnerung bleiben. Und die Erinnerung ist ja alles, was bleibt. Die Erinnerung und die Liebe. Und in der Liebe sollte man nicht schüchtern sein. Da will ein Volk mit Waffengewalt nackte Männer in den Wald schleppen. So habe ich es zumindest gehört, aber das kann so nicht stimmen. Ich sehe gar keinen Wald. Vor lauten Bäumen sehe ich ihn nicht, den Wald, bitte. Ich sehe die Gruben, aber nicht den Wald. Und vielleicht hat man den Wald wegen der Gruben abgeholzt. Wir geben ja alles zu. Wir geben ja zu, dass wir Mörder, Totenschläger und Räuber waren. Und damit hat es sich hoffentlich und endlich und hoffentlich endlich. Das Gewinnen von Erkenntnissen ist nicht Aufgabe des Boten. Das ist Aufgabe des Empfängers. Mit Gerüchten befassen Boten sich nicht. Aus Prinzip nicht, denn was wir dann zu sagen hätten, das wäre ja endlos. Wir würden ja heute noch reden, jetzt noch, wenn wir auch noch Gerüchte zu überbringen hätten. Das geht einfach nicht. So geht es nicht. Auch dass die Frau Gräfin sich die Haare der von ihr Erschlagenen in ein Kissen hat stopfen lassen, das ist ein Gerücht, mit dem ich mich nicht beschäftige. Auch dass die Frau Gräfin eine Leiter sich bringen ließ, um den Kopf des einen Gefallenen dort anzunageln. Sie hatte ihn eigens von der Jagd mitgebracht. Wahrscheinlich hat er ihr gefallen. Das ist auch ein Gerücht. Es hätte ja auch gar keinen Sinn gehabt. Das Schloss sollte ja angezündet werden. Und wer zündet nicht gern sich Schlösser an? Oder wer zieht nicht gern sich Krankheiten zu? Oder wer zieht nicht gern den Stöpsel aus dem Abfluss der Zeit? Und so ist sie abgeflossen, die Zeit. Mit dem Wasser, da ist es so, es steigt und steigt und steigt, bis man irgendwann nichts mehr sieht, oder aber es versickert spurlos. Genau wie die Zeit. Ich habe zu sagen, dass, obwohl niemand sich das vorstellen kann, noch 2 Tage bevor der Russe kam, diese Orgie stattgefunden hat. Deren Teilnehmer Sie nicht sind. Sie stehen nicht auf der Liste, tut mir echt leid. Auf der Gästeliste stehen Sie nicht. Und ich habe ja die Einladungsliste bekommen. Vielleicht stehen Sie auf der Opferliste, aber das wollen Sie sicher gar nicht wissen. Maßloses Elend, Niammer, dem kein Aug erträgt. O blutiger, mit unseliger Hand vollbrachter Mord, ein Opfer ohnegleichen. Göttern hingesteckt, zu dessen Schmaus du halbrechnitz. Naja, ein gut Teil davon, aber nicht der beste, das steht fest. Die eine Hälfte als Diener, die andere als andere Diener.
Ihr Herren und Gebieter, bitte hierher zu mir und dann hinüber zum Chor der Boten. Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen schon schreien, wenn Sie gehört werden wollen. Und einzig still ist das Grab, damit das nie gefunden wird. Und die Leute im Dorf und im Wirtshaus mit ihren hellen Stirnen, der Fußboden mit dem hellen Gestirn in der Nacht darüber. Diese schwangere nächtliche Verdrossenheit. Damit müssen wir Schluss machen. Wir müssen wieder hinunter, tiefer hinab, in den Schmerz. Vergangenheit können keine Zeugnisse ausgestellt werden, wenn es den dazugehörigen Schüler gar nicht gibt oder wenn der Schüler sich ungehörig benommen hat. Dieses Zeugnis ist jetzt in Österreichs Gestein, ich meine in seinem Gestern, gestern, als Tadel eingeschrieben, sogar eingraviert. Damit es nicht wieder einmal eine Witterung aufnehmen kann, um sich in die Büsche zu schlagen, falls mal ein stärkeres Land auftaucht und es fressen will. Mein Österreich. Mein Vaterland. Was hast du mit meinem Papi gemacht, du Arschloch? Ich akzeptiere das jetzt aber voll. Was bleibt mir auch anderes übrig? Es hat lange gedauert, aber ich kann das jetzt irgendwie akzeptieren. Ich bin zwar immer, wenn ich durch dieses Land gehe, müde und noch sehnsüchtiger als zuvor. Aber da es das Land so lange gab, dann nicht mehr gab, mich auch bald nicht mehr geben wird und mir dieses Land überhaupt nichts gibt, kann ich auch nicht einfach so drüber hinweggehen. Doch. Doch, das kann ich jetzt. Von mir aus soll das Land bleiben, wo es ist. Von mir aus kann das bleiben. Ich kann das jetzt irgendwie akzeptieren, aber dafür will ich nicht bleiben. Das ist paradox. Dieses Land gibt mir überhaupt nichts. Es existiert für mich gar nicht. Deshalb kann ich auch nicht einfach so drüber hinweggehen. Ich muss da drüber hinweggehen, aber ich kann es nicht. Ich muss es überspringen, aber es existiert ja gar nicht. Was? Also für mich nicht. Inzwischen existiert es schon. Naja, vielleicht erträgt es mich ja jetzt. Es hat so viele nicht ertragen, vielleicht erträgt es ja mich. Ich komme ohne meine toten Verwandten. Ich bin allein, ich wieg auch nicht viel. Bitte, liebes Land, ertrag mich jetzt. Oh, wie schön, endlich. Aber jetzt will ich nicht mehr. Ich will dieses Land nicht, obwohl es so nett zu mir ist. Es atmet warm und ich fühle das, aber was da atmet, das weiß ich nicht. Was da atmet, das ist ein recht lebendiges Land, sagt man mir, und jetzt atmet es nicht mehr, oje. Also auf die Dauer wird es langweilig, den Leuten beim Nicht-Atmen zuzuhören. Besser den Leuten bei der Untätigkeit helfen. Aber ich fürchte, meine Hand ist nicht stark genug, um nichts zu tun. Jedenfalls nichts zu suchen, das war mein Sinn. Aber sehr sinnlich bin ich auch nicht, leider. Aber
Vielleicht werde ich es einmal wieder sein. Was wollen Sie von mir hören? Lang, lang ist's her. Das Schloss ist angezündet. Na, endlich. Am besten, wir bleiben alle weg von dorten. Die Herren des Schlosses, aber die Herrin, die sind gerettet. Die leben wohl und es ist nicht unmöglich für sie. Die können ja jederzeit in ein Land gehen, wo die Greusel sie nicht sehen werden. Und wo sie die Greusel nicht sehen oder auf einen Kuchen streuen müssen. Und wo das Gebirge sie nicht sieht und sie das Gebirge nicht sehen. Und wo sie keinen Blick anschaut und sie keinen Blick zum Schauen haben.